Ab geht's. Und damit begrüße ich euch recht herzlich hier zum letzten Panini Euro 2016 Orakel. Nämlich heute werde ich das Finale orakeln. Portugal gegen Frankreich. Ja, wer hätte das gedacht? Frankreich, damit hätte ich gerechnet, dass sie ins Finale kommen. Aber Portugal, hätte mich einer vor der EM gefragt, dass Portugal im Finale, oder hätte mir einer im Vorfeld der EM gesagt, dass Portugal im Finale steht, den hätte ich einen Vogel gezeigt, weil Portugal... Ja, damit hätte ich quasi niemals gerechnet. Kann man sich streiten, ob es verdient ist, der Finaleinzug, weil Gruppenphase. Ja, ich sage einfach mal nichts dazu. Auf jeden Fall fangen wir an mit dem ersten Tütchen. Die ersten beiden Päckchen stehen natürlich für die erste Halbzeit und die letzten beiden für die zweite Halbzeit. Wenn es 0:0 steht oder wenn es unentschieden steht, geht es rein in die Verlängerung und es gibt nochmal zwei weitere Booster. Der erste Booster steht dann für die erste Halbzeit der Verlängerung und der zweite Booster für die zweite Halbzeit der Verlängerung. Auf jeden Fall bedanke ich mich jetzt schon mal für die ganze Resonanz unter allen Euro 2016 Orakel-Videos. Einfach nur richtig, richtig heftig, was da zwischenzeitlich abging. Also euch gefällt das und ich denke mal, das wird es in Zukunft noch mehr geben, vielleicht mit der Bundesliga, vielleicht mit anderen Ligen. Seid gespannt, was auf euch zukommt. Hier haben wir Keyplayer, Kukeli, Albanien, Diego Costa, Spanien, Signature Card, dann Zoltán Gera, Ungarn, und da hinten glänzt es doch nicht. Okay, das sind doch drei Basekarten. Mattia De Siglio, James McCarthy und Ben Davis. Das heißt, nach 23 Minuten steht es 0:0. Steht es 0:0. Next Generation, Ungarn, Kleinheisler und Adam Nagy. Iker Casillas, Spanien als Expertkarte. Weiter geht's mit Chris Bunt, Nordirland, Jordi Alba und Olivier Giroud. Und das kann wirklich sein, dass er zuschlägt. Olivier Giroud erzielt das 0:1 in der 40. Spielminute. Olivier Giroud, ja, mein Tipp, ich sag, dass Frankreich auch gewinnt. Definitiv, Frankreich gewinnt. Ich sag 0:2, ein lockeres 0:2. Es wird aber eng sein, weil ich glaube, Ronaldo will unbedingt den Sieg. Alle Spieler wollen den Sieg. Kann man auch so sagen, Emil Forsberg, aber Ronaldo, der wird schon richtig, richtig, richtig abgehen. Hoffe ich mal zumindest. Ich würde mir wünschen, wenn viele Tore fallen, aber mein Tipp ist 0:2 für Frankreich. Wie gesagt, ihr könnt eure Tipps wieder mal unten in die Kommentare schreiben. Und weiter geht's mit dem dritten Booster, Italien-Logo. Und da haben wir eine Powerkarte der Franzosen, Alexandre Lacazette, One to Watch. Und das heißt 0:3 für die Franzosen. Und gleich hinterher Antoine Griezmann, 0:4. Jetzt geht's hier sowas von ab. Also die Franzosen zeigen jetzt nochmal, was in ihnen steckt. Milan Skoda. Man muss ja sagen, wir Deutschen sind verdient rausgeflogen. Die Franzosen waren einfach ein Ticken besser. Kann man nichts anderes zu sagen. Umut Bulut und Severovic aus der Schweiz. Und jetzt wird es sehr schwierig für die Portugiesen, da nochmal aufzuholen. Im Anschluss bzw. in der nächsten Woche gibt es dann eine quasi Analyse, mit wie vielen Partien hatte ich recht beim Panini Euro 2016 Orakel und so weiter und so fort. Also seid da auch mal gespannt. Volkan Babacan, dann Kroatien, Peshnem White, Jan Vertonghen, Alexandro Florenzi, Kaceridi und Sergej Ignacevic. Und das heißt, das Panini OM Orakel sagt, dass Frankreich gewinnt. Frankreich gewinnt die Euro 2016 hier im Panini Euro 2016 Orakel mit 4 Toren Unterschied, 0:4. Also schwache Leistung von Portugal. Mal gucken, wie es in echt ausgeht. Heute Abend gibt es ja das Spiel. Ich bin gespannt. Ich bin gehypt. Jetzt nochmal ein fettes, fettes Dankeschön für die ganze Resonanz unter diesen Orakel-Videos. Richtig heftig. Fettes, fettes Dankeschön an euch und natürlich auch ein richtig, richtig fettes Dankeschön an Panini für die Unterstützung bei diesem Projekt. Ich bedanke mich dann fürs Zuschauen. Haut da rein. Tschüssikowski.